wenn man dieses Grundmodell in die Mitte nimmt, ist wahrscheinlich erstmal das Spannendste, sich um diesen Lernerfolg da zu kümmern. Also was kommt tatsächlich hinten an? Der Titel von diesem Beitrag heißt ja auch formative Lernerfolgsprüfung. Und das sind im Grunde genau diese Classroom Assessment Techniques, wo sich jemand hinsetzt und sagt, so, ich habe ein Lernziel, wo ich merke, dass sie das häufig schwer verstehen. Ich will aber sicherstellen, dass das jeder verstanden hat, weil wenn wir dann weitermachen und da ist ein Missverständnis, dann macht das keinem weiter Spaß. Ja? Also das sind so die ganz individuellen. Alle anderen, die ich danach vorstelle, sind so generische. Da kann man fast unterrichten, was man will, die kann man ständig benutzen. Ja? Und ein Beispiel mal aus der Statik, weil ich das so unheimlich schnieke finde, wie das gemacht ist. Das hat ein Teilnehmer mal in einem Seminar entwickelt. Der hat gesagt, ich habe Studenten im Bachelor und denen fällt das einfach unheimlich schwer, so eine Zeichnung zu lesen und zu verstehen. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass quasi in einem Gebäude ein erster Stock, ein zweiter Stock, da ist so eine Zwischendecke. Wie muss ich die verstreben, damit die gut hält? Ja? Und er sagte, seinen Studis am Anfang fällt das manchmal ziemlich schwer, aus der Zeichnung schnell rauszulesen, wo sind Druckkräfte, wo sind Zugkräfte und welche Materialien brauche ich, um das dann gut zu verstreben, dass das hält. Und er hat sich dann einfach hingesetzt und so eine Zeichnung gemacht. Also haben, glaube ich, 3 auf dem DIN A4-Blatt gepasst, hat er ein paar Mal kopiert, dann hat jeder so ein Drittel DIN A4-Blatt gekriegt von den Studis und gesagt, okay, hier ist die Belastung, da oben kommt der Druck. Da liegt es auf, das untere Stockwerk, da ist der Druck im oberen Stockwerk. Nimm nur die gestrichelten Linien und zeichne mir ein, wo würdest du Beton verstreben und wo würdest du Stahl verstreben. Das heißt, das ist relativ schnell ausgeteilt, ruckzuck ausgefüllt. Das wäre übrigens etwa die richtige Lösung. Beton senkrecht und das andere quer. Und ich kann dann, wenn ich das wieder einsammle, ganz, ganz schnell ein paar Haufen bilden und sagen, okay, das sind die, die es verstanden haben. Das sind die, die wahrscheinlich den Denkfehler haben. Das sind die, bei denen ich überhaupt nicht verstehe, was da zwischen den Ohren los ist. Und das spiegele ich einfach zurück. Von euch 100 haben 60 so, 27 so und so weiter geantwortet. Lasst uns mal drüber reden. Wo liegt denn bei euch noch der Denkfehler? Die Haltung ist tatsächlich, dass ein Student, wenn er sowas gefragt wird, ja wahrscheinlich gar nicht absichtlich irgendwas Bescheuertes antwortet, sondern im Grunde mir seine Antwort ja zeigt, wo steht er gerade in seinem Lernprozess. Das ist die ganze Idee. Und dann in Dialog zu gehen, okay, was heißt denn das? Zur allergrößten Not kann man auch sagen, hier, 70% haben das richtig. Ihr wisst selber, was ihr sonst angekreuzt habt. Hört euch um und erklärt es euch gegenseitig. Eure Verantwortung, den Zwischenschritt verstanden zu haben. So. Und mit diesem Prinzip funktionieren die anderen beiden jetzt auch. Ich stelle einfach ein paar Beispiele vor, da gibt es jetzt beliebig viele. Also für Leute aus der Kommunikation, das habe ich in meiner DIS genauso gemacht, empathisches Feedback. Kennt jemand 4 Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun? Genau. Also die ganzen Sozialwissenschaftler kennen das dann vielleicht. Da geht es eigentlich darum, die Sachebene und die Selbstgrundgabeebene auseinanderzuhalten und empathisches Feedback so als kleine Technik zu beherrschen, kann in angespannten Teamsituationen ganz sinnvoll sein. Und das haben wir halt länger geübt. Und dann war meine Classroom-Assessment-Technik, die ich da gebaut habe, dass ich denen einen Zettel ausgeteilt habe und habe ihnen nach und nach 3 kleine Videoclips gezeigt, so 20 Sekunden, wo jemand einfach was sagt. Also da sagt einer, oh, ich habe mich so toll vorbereitet und die waren überhaupt nicht interessiert und nachher haben sie mir noch die Schuld gegeben. Und da kann man ja sehr schön raushören, wie ging's dem und worum geht's denn da eigentlich? Und kann ein empathisches Feedback formulieren üben. Und der Auftrag war, schreibt in 1 bis 2 Sätzen wörtlich ein empathisches Feedback. Und das gab's dann halt 3-mal. Und dann habe ich im Grunde nichts anderes gemacht, als so Cluster gebildet. Das waren sinnvolle Paraphrasierungen, das waren sinnvolle Verbalisierungen und das war meiner Meinung nach weniger gut getroffen. Und habt ihnen das, und dann auch noch sowas Übergreifendes, damit habe ich den Eindruck, habt ihr typischerweise Schwierigkeiten gehabt und habe ihnen das einfach nur wieder zurückgespiegelt, per PowerPoint oder manchmal auch ausgedruckt. Und dann im Grunde eingeladen, hier komm, check das nochmal mit dem Nachbarn, ihr wisst ja jetzt, was ja tendenziell eher richtig ist und was falsch ist. Das wäre quasi so die erste Art von Classroom Assessment Techniques. Vielleicht auch ein bisschen aufwendiger, wo man sich wirklich hinsetzt und sagt, so, das Lernziel ist mir wichtig. Ich versuche, möglichst knackig dazu irgendwie eine Frage zu gestalten, dass die schnell beantwortet werden kann von den Studenten und dass ich die dann zurückmelde. Und dabei ist mir im Wesentlichen wichtig, dass das anonym läuft und dass es halt diese formative Haltung hat. Anonym mache ich es deswegen, damit ich mehr offene Antworten kriege.
damit die sich halt nicht beobachtet fühlen und auch ganz frei von der Leber weg antworten. Wenn man CATs googelt, kommt man relativ bald auf diese RSQC2. Und deswegen möchte ich dir auch noch kurz vorstellen, das ist so eine ganz allgemeine. Egal was man macht, das kann man eigentlich ständig einsetzen. Die heißt RSQC2, weil sie im Englischen Recall, Summary, Question, Connect, Comment heißt. Das heißt, man stellt eigentlich fünf Fragen. Zählen Sie mal die wichtigsten Lernergebnisse auf der letzten Einheit. Summary, fassen Sie die mal in einem Satz zusammen. Question, welche Frage haben Sie noch dazu? Connect, wie hängt die Frage mit dem gesamten Thema der Veranstaltung zusammen? Und Comment, offener Kommentar. Möchtest du noch irgendwas loswerden zur Art und Weise, wie wir hier vorgehen oder zu den Inhalten? Wenn man das so macht, braucht es eine Viertelstunde, bis die das ausgefüllt haben. Und es braucht auch ziemlich lang, bis man das zurückspiegelt. Deswegen gilt eigentlich für alle Classroom Assessment Techniques, das sagt der Angelo so schön, adapt them, don't adopt them. Also bitte immer adaptieren, nicht adoptieren. Also immer zum eigenen machen. Was interessiert mich gerade wirklich? Lernbilanzen sind sowas ähnliches wie RSQC2. Was hast du gelernt, was hast du noch nicht gelernt? Was fällt dir leicht, was fällt dir schwer? Vielleicht auch, was fällt dir beim Lernen leicht und schwer? Und so Sachen. Studentische Klausuraufgaben finde ich ganz spannend. Da würde man sagen, setzt euch mal in Gruppen zusammen und formuliert mal eine Frage, die in der Klausur zu dem Thema drankommen könnte, mit Antwort. Und wenn ich das lese, kriege ich einen Eindruck davon, wie tief das Verständnis ist auf der anderen Seite. Und eventuell kann ich sogar in gleicher oder in abgewandelter Form diese Frage in der Klausur auch verwenden. Oder ich sage, in der nächsten Stunde mache ich so ein Spielchen, dass die Gruppen sich halt gegenseitig die Aufgaben stellen und beantworten das und gegenseitig korrigieren oder sowas. Also auch das ist so eine ganz, ja, formative Haltung halt. Wie, es geht mir nicht darum, was da jetzt genau steht, sondern was sagt mir die formulierte Klausuraufgabe über den Denk- und Lernprozess zwischen den Ohren bei den Studis. Genau. Jetzt kann man sich mit den Lernvoraussetzungen beschäftigen. Wie komme ich da vielleicht dran? Das Einfachste sind sicher Eingangstests. Ich meine, es ist hochaufwendig, dass ich mir wirklich eine kleine Klausur über die gewünschten Lernvoraussetzungen erdenke und dann die korrigiere und zurückspiegeln. Ein bisschen einfacher ist es, wenn man so mit Skalen vielleicht einfach arbeitet. Das mache ich, wenn ich hochschuldidaktische Seminare halte, immer wieder, dass ich einfach sage, komm, früher oder später wird wahrscheinlich zu dem Thema folgendes Modell wichtig, also Lernzieltaxonomien, Kompetenzbegriff, Constructive Alignment. Und ich hätte gerne einfach eine grobe Einschätzung auf einer Skala von 1 bis 10. Noch nie gehört bist, oh ja, ist mir total geläufig. Dann weiß die Gruppe, wo sie steht, ich weiß, wo die Gruppe steht. Und dann ist auch klarer, was man noch vertiefen muss und was nicht. Also das wäre quasi so eine besondere Form von Eingangstest. Was lernpsychologisch noch ein bisschen spannender ist, ist die Idee, Developing Mindmaps oder solche Landkarten zeichnen zu lassen. Also das Hirn scheint in Räumen und Zusammenhängen und in Bildern zu denken. Und wenn jemand von irgendeinem Thema richtig viel Ahnung hat, dann hat er wahrscheinlich irgendeine räumliche, grafische, visuelle, innerliche Repräsentation davon. Und deswegen kann man Lernende auch auffordern, immer wieder mal eine Grafik davon zu zeichnen, was sie jetzt schon wissen in einem bestimmten Bereich. Und entweder wertet man die tatsächlich selbst so ein bisschen aus und guckt halt, okay, wie denkt der, wie denkt der, wie denkt der und spiegelt es zurück. Oder spiegelt halt zurück, die meisten verbinden diese Sachen miteinander, diese Connection wird weniger gesehen und so weiter. Oder man bietet dann einfach an, okay, jetzt tauscht euch mal drüber aus. Wo habt ihr große Unterschiede im Verständnis, wo habt ihr Ähnlichkeiten und so weiter. Zum Lernprozess selber finde ich diese dynamischen Fragelisten echt sexy. Die mache ich auch selber, wenn ich mal irgendwo an der Weiterbildung teilnehme. Das heißt, ich setze mich hin und schreibe mal auf, welche Fragen habe ich aktuell zum Thema. Und eine Weile später setze ich mich wieder hin, lese die alten Fragen, mache einen Haken dran, wenn sie inzwischen beantwortet sind und formuliere neue Fragen. Damit habe ich quasi so einen Überblick über meinen eigenen Lernprozess. Und das kann ich Studierenden auch anbieten, dass ich ihnen entweder ein Blatt dafür austeile oder einfach sage, holt mal irgendwie ein Notizblatt raus und schreibt ein paar Fragen auf. Behaltet das mal, das brauchen wir in 2-3 Wochen wieder. Das hat auch den Vorteil, dass ein Lernender sieht, wie hat er sich eigentlich selber in seiner Erkenntnisgewinnung zu einem Thema entwickelt. Kettennotizen ist eher so ein Gadget. Man gibt ein Blatt rum durch einen großen Hörsaal und da steht einfach drauf, schreiben Sie die aktuelle Frage auf, die Sie zum Thema haben. Was beschäftigt Sie gerade? Und das dauert ja auch ein paar Minuten, bis es dann durchgewandert ist.
Und dann kann man das mal zum Thema machen. Was waren so die Fragezeichen zwischen den Köpfen? Was haben die meisten Leute beschäftigt? Was hat weniger Leute beschäftigt? Ich mache ein bisschen schneller. Muddiest Point, der ist cool. Einfach nur am Ende einer Stunde sagen so. Den letzten 5 Minuten nehmt euch Zeit und schreibt mal auf, was war der schwammigste Punkt der letzten Vorlesung? Was denkt ihr, habt ihr am wenigsten gut verstanden? Und wenn ihr den Raum verlässt, legt es da auf den Tisch und in der nächsten Sitzung spiegelt man das dann wieder zurück und sagt, okay, also offensichtlich war meine Art, diesen und jenen Punkt darzustellen, besonders schwammig. Ein paar Leute haben es offensichtlich verstanden. Könnt ihr es vielleicht erklären? Manchmal ist es tatsächlich so, dass das Denken von Lernanfängern sinnvoller ist zum Lernen als das von Profis. Also meine Mutter ist ja Grundschullehrerin, inzwischen auch in Pension. Und die erzählt halt immer, dass die Kleinen manchmal kamen, du Frau Walzig, die Nadine konnte das viel besser erklären als du. Ja, weil die kognitiven Strukturen halt von Profis, die schon viel damit zu tun haben, ganz andere sind als die von Anfängern. Und dann ist der Job von einem guten Lehrenden vielleicht einfach dann die Nadine zu finden sozusagen. Was man auch machen kann, Problemlösungen reflektieren. Also dass man gerade in Mathe oder sowas, wo manchmal so viel Rechenaufgaben sind und Rechenzeit drauf geht, dass man einfach nur sagt, das ist die Aufgabe. Was fällt dir daran schwer, was fällt dir daran leicht? Also man kommt so langsam in die Metakognition davon. Man muss also nicht alle Tests, die man auch so hat, dazu benutzen, dass die Studierenden die dann perfekt lösen, sondern man kann sie auch dazu benutzen, die Studierenden zu fragen, ja, wenn du das lösen müsstest, was wäre daran schwer, was wäre daran leicht, was müsstest du noch lernen, um das zu lösen und so weiter und so weiter. Genau. Das wären quasi diese Klausurbewertungen auch. Dass man also eine alte Klausur rausgibt, genau mit der Frage, ja, schreib mal einen Kommentar dazu, was fällt dir daran schwierig, leicht, was müsstest du noch lernen, was, wenn du weißt, dass das die Klausur wäre, was sagt dir das über dein Lernen wieder? Oder sehr schnieke auch Klausurtipps. Schreib mal einen Test darüber, du hast ja jetzt bei mir schon im letzten Semester eine Klausur geschrieben, schreib mal einen Text darüber, mit deinen Erfahrungen, wie man sich gut auf die Klausur vorbereiten würde. Damit adressiert man ja wieder selbstgesteuertes Lernen irgendwie. Ich habe das tatsächlich einmal hingekriegt mit meinen Studierenden. Ich hatte ein Skript und hatte halt die Idee, dass wir möglichst viele Übungen machen und reflektieren. Also so Kommunikations- und Kooperationsspielchen machen. Und die hatten natürlich logischerweise dieses Skript nicht vorher alle gelesen. Und dann habe ich die Studis nur gefragt, jetzt, nachdem ihr einmal durch seid, merkt ihr, dass es sinnvoll gewesen wäre, das vorher gelesen zu haben? Und da sagten einige eigentlich schon. Und dann habe ich die gebeten, ja, könnten ein paar so einen kleinen, ja, Text schreiben, 1-2 Sätze an die nächste Generation. Wenn ihr beim Walzig nochmal die gleiche Veranstaltung macht, das lohnt sich tatsächlich, weil so. Also so kann das auch gemeint sein, ne? Und das habe ich dann in die Begrüßungsmail für den nächsten Jahrgang gepackt. Und das haben dann nicht alle gelesen, aber doch tatsächlich eine Prozentzahl höher, also viel mehr als vorher. Und es gab dann irgendwann, weil ich das ein paar Semester gemacht habe, es gab dann irgendwann wirklich die Diskussion mal in einer Veranstaltung, also in einem Seminar. Ja, aber Sie fänden das jetzt schon doof, dass das so wenig gelesen haben. Sie würden jetzt lieber gerne mal die nächste Übung machen und nicht so lange über das Modell reden. So, wenn Sie so eine Stimmung im Raum haben, ist das super. Genau, also manchmal auch lang. Atmig denken. So, Start, Stopp, Weiter ist einfach so die Idee, okay, was fehlt hier noch, was sollten wir denn dringend mal beginnen hier? Sowohl inhaltlich als auch vielleicht methodisch, was sollten wir auf keinen Fall weiterführen, was sollten wir weiterführen? Brief an die Nachfolger habe ich gerade eben schon erwähnt, Blitzlicht kennen Sie wahrscheinlich auch. Gerade wenn es mal darum geht, wie machen wir genau weiter? Jeder darf was sagen, keiner muss was sagen, keine Riesendiskussion. In kleinen Gruppen geht das wunderbar, der Reihe nach, damit ich mal kurz weiß, wo ihr steht. Also in so einem Kreis wie hier ginge das super. Okay. Zusammenfassend könnte man sagen, jetzt kam quasi noch ein Aspekt dazu. Metakognition kann ich noch mit adressieren. Und ich habe es auch schon erwähnt, ich kann nicht nur Fragen nehmen, ich kann auch Skalen nehmen. Also ich muss nicht immer das so gestalten, dass die Studis ausführlich antworten müssen, sondern ich kann auch so Skalenfragen nehmen. Und da müssen sie nur ein Kreuz setzen. Und da bietet es sich manchmal an, wenn man das will, das habe ich bei Bautz-Dörich dann gefunden, dass man dann Verbalmarken nimmt, die sinnvoll
gleichabständig sind. Also für die Sozialwissenschaftler, wenn ich quasi nach einer Häufigkeit frage, dann wird bei den meisten deutschsprachigen Menschen wohl nie, selten, gelegentlich, oft, immer als etwa, ja, gleicher Abstand quasi wahrgenommen. Und das ist einfach nur die Empfehlung, bei Häufigkeiten diese zu nehmen, bei Intensitäten diese zu nehmen und so weiter. Und in dem Zusammenhang ist dann auch mal eine ziemlich coole CAT entstanden mit einem anderen, ja, Prof aus Berlin. Da war dann die Idee zu sagen, ich könnte doch mal am Anfang fragen, wie viel Zeit nehmen Sie sich denn für die Vorbereitung auf diese Veranstaltung so pro Woche zu Hause? Wie häufig wollen Sie kommen? Wie viel nehmen Sie sich denn für die Nachbereitung? Wie viel nehmen Sie sich für die Vorbereitung der Klausur? Und welche Note erwarten Sie sich? Also man gibt quasi 4, 5 Tipps, wie man, ja, gut mitarbeiten könnte. Und mit der letzten Frage deutet man an, fürs Lernen bist du verantwortlich und nicht ich, ne? Genau. Kurz noch was zu Risiken und Nebenwirkungen. Vielleicht nochmal schematisch, wenn jemand unterrichtet, geht es ja eigentlich darum, dass man eine Gruppe mit einem Thema irgendwie in Kontakt bringt. Und das geht ja gar nicht direkt. Also ich kann ja nicht die Denkprozesse von anderen direkt steuern. Und deswegen, also das wäre jetzt Ruth Kohn, ne? TZI, themenzentrierte Interaktion. Und deswegen ist es wichtig, mit dem Thema gut in Kontakt zu sein. Man denke an die Lehrer, die sagten, oh, ich finde das auch langweilig und habe auch keine Lust drauf, aber das machen wir jetzt halt. Das war immer seltsamer Unterricht. Und es ist genauso wichtig, mit der Gruppe gut in Kontakt zu sein. Man denke an die Lehrer, die ja innerlich eigentlich so eine Hasshaltung gegenüber Schülern haben, ne? Also ich hatte letztens auch mal wieder einen Teilnehmer in einem Seminar, wo ich dann wirklich sehr freundlich mal versucht habe, mit ihm darüber zu reden, was er eigentlich von seinen Studis hält. Wenn ich den anderen ablehne, das kann nichts werden. Also dann kann der sich nicht öffnen. Also Bildung braucht Bindung, wissen wir auch schon länger. Und diese CATs unterstützen das halt auch besonders. Also wenn man es mit den 4 Seiten analysieren will, dann wäre quasi die Aussage von CATs, das Missverständnis ist der kommunikative Normalfall, also sind wir gut beraten, wenn wir ab und zu mal so eine Feedbackschleife einbauen, dass wir gucken, was ankommt. Die Selbstkundgabe wäre, es geht mir um eine gute Lernumgebung, nicht ums Vortragen von Informationen. Heißt also auch andersrum, wer ein Selbstverständnis als Unterrichtender hat, dass er Informationen vorträgt, für den sind CATs nichts. Der Aufruf an die Studis wäre, hey, ich interessiere mich für euch, ich will wissen, was bei euch ankommt, sagt mir, wo ihr steht. Und das Wesentliche wäre eben dann für diese Beziehungsebene, die Haltung ist schon, ich bin interessiert, ich will eine sinnvolle Lernmöglichkeit bieten, lernen müsst ihr am Ende selber. Und im Grunde kann man jede CAT dafür nutzen, dieses Thema früher oder später dann auch anzusprechen. Genau. Und wenn man ein bisschen Glück hat, passiert dann halt genau Folgendes, dass man eben nicht mehr nur vorträgt, sondern dass man Wertschätzung, Interesse, ja, echte Freude über die Aktivität der Studis auch entwickelt, dass dadurch Studierende sich eher gesehen fühlen, ermutigt fühlen, mitzumachen, dass die Haltung auch ist, ja, dass deren Reaktion auch ist, dass sie Mut fassen und eher teilnehmen und dass man sich damit im Kontakt bestätigt fühlt. Also es würde in der idealen Welt aus einem Teufelskreis ein Engelskreis werden. Genau. Vielleicht noch gerade ein paar Gebrauchshinweise. Ich höre halt immer wieder mal so, ja, das klappt aber bei mir nicht, meine Studis füllen das nicht aus. Also bei uns in der Wirtschaftsinformatik geht das nicht. Ich habe 100 Leute und dann habe ich das mal probiert mit diesem Matthias Point. Was war mir am unklarsten in der letzten Veranstaltung und da kamen nur 5 zurück, das geht nicht. Und da wäre meine Haltung immer, naja, da geht's los, ne? Spiegel zurück, dass du Interesse gezeigt hast und dass von 100 Leuten 5 Leute nur geantwortet haben und fang an, mit ihnen darüber zu reden, wie man damit umgehen will. Und sag ihnen ganz klar, Produktinformation, wenn ihr mir nicht sagt, was besser und schlechter ist für euch, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass das, was ich tue, besonders lernwirksam ist. Das ist die Idee. Also da hört es nicht auf, da geht es dann los. Manchmal kommt diese Frage, wie oft muss ich denn das machen? Da würde ich dann schon sagen, das stimmt, das muss nicht. Also du musst überhaupt nicht. Keiner muss da irgendwas, keiner muss müssen, ohne zu wollen. Ganz im Gegenteil, wenn ich als Lehrender kein echtes Interesse daran habe, also wenn dieses Sendungsbewusstsein da nicht da ist, also wenn ich keinen Spaß daran habe, dass andere was erkennen, ja, dann ist es auch irgendwie sinnvoller, dann halt nur Informationen vorzutragen. Also ich muss überhaupt nicht und ich sollte es tatsächlich nur machen, wenn ich halt an irgendeinem gewissen Punkt ein besonderes Interesse habe. Meine persönliche Erfahrung war die,
gerade wenn man was so zum ersten Mal macht, nach 2, 3 CRTs zu einem konkreten Lernziel hat man schon raus, was klappt nicht. Da muss man das dann auch nicht weitermachen. Also da kriege ich dann schon raus, die Zielgruppe versteht es besonders gut, wenn ich das so oder so gestalte. Genau, und bitte nicht nur Informationen sammeln, das passiert auch manchmal, das höre ich manchmal so aus der Ferne. Ja, ich habe das ausgewertet und habe das und das anders gemacht. Da gilt vielleicht der Satz, tue Gutes und rede darüber. Also mach das so, dass die Studierenden merken, das hatte eine Wirkung, dass sie sich die Mühe gegeben haben und was aufgeschrieben haben. Weil das ist dann wieder auf der Beziehungsebene der Beweis hier. Mir liegt was an dir.